Schwimmen, was kann ich außer Pommes beim Schwimmen essen? Ihr Lieben, ich hatte einen echten Patientenfall. Sie sagte, immer wenn wir zum Schwimmen gehen, gibt's Pommes. Wenn ich abnehmen will, schwierig. Was kann ich denn zum Schwimmen sozusagen mitnehmen? Also, ich bin die Rose Fröhlich, die Assistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Fangen wir mal an, was man alles, wenn ihr zum Schwimmen geht, mitnehmen könnt, wenn das dort länger dauert. Häufig wird ja gegessen, was vor Ort ist. Was sieht man immer? Es gibt dann Eis zu essen, dann gibt es Pommes zu essen oder manchmal haben wir ja auch noch Hotdog oder ähnliches. Such mal gerade, aber irgendwie ist er, habe ich wahrscheinlich wieder zurückgelegt. Was kann man also jetzt machen? Und wenn das so heiß ist, müssen wir natürlich immer gucken, dass wir die Kühlung hinbekommen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr etwas ins Glas füllt, zum Beispiel Obst ins Glas macht und dann ein bisschen Quark, Joghurt, Frischkäse dazu, dann kann ich ja ein einfaches Schraubglas nehmen, kann einen Eiswürfel damit zumachen, dann kühlt das schon mal eine gewisse Zeit oder natürlich ja, Kühlbox mitnehmen. Das ist natürlich ganz logisch, aber wenn ich vielleicht auch nur einen kürzeren Zeitpunkt für mich unterwegs bin oder alleine unterwegs bin, dann kann ich sowas zum Beispiel auch im Auto essen, weil ich vielleicht danach noch Termine habe oder ähnliches. Warum das Essen? Die Eiweißquelle nach Sportessen ist immer wichtig, damit wir Muskelzellen wieder auffüllen und ein Anteil Kohlenhydrate ist natürlich auch sinnig. Das heißt, wenn ich jetzt Obst und Quark, Joghurt, Frischkäse habe, kann ich auch ein bisschen Müsli rausmachen, ich kann Haferflocken drauf machen und wenn ich das im Glas schichte, habe ich schon mal eine ganz einfache Variante, was ich mitnehmen kann. Ja, natürlich könnt ihr das Obst auch für euch so mitnehmen, ist ja auch möglich. Dann fehlt mir aber in der Regel die Eiweißquelle. Zumindest wenn es das Obst ist. Ich kann aber natürlich kombinieren und sagen, ja, ich nehme mir ein Stück Obst mit und zum Beispiel ein gekochtes Ei, weil das ja auch gerade wenn es so warm ist und man draußen zum Beispiel schwimmen geht, müssen wir immer auf die Hitze aufpassen. Was auch möglich ist, ist, ich kann mir auch ein Ei doppelseitig braten. Und wenn ich das in kleine Stücke schneide, kann ich das zum Beispiel auch wunderbar ins Glas machen. Kann das mixen mit zum Beispiel Salat oder ähnlichem. Ich kann das auch mit Kichererbsen, Hülsenfrüchten, Erbsen oder Bohnen, zum Beispiel Kidneybohnen, weiße Bohnen, grüne Bohnen und natürlich auch anderem Gemüse im Glas als Schichtsalat machen und dann zum Beispiel wunderbar mitnehmen. Dann geht ja noch die gute alte Brotbox. Da können wir auch sowas wie Tomate Mozzarella machen. Ihr könnt Cherry-Tomaten mitnehmen, wenn ihr das mögt. Ja, natürlich können wir das Obst da reinmachen. Melone, Erdbeeren, Brombeeren. Je nachdem, was saisonal gerade für euch unterwegs ist oder was ihr gerade gekauft habt. Käsewürfel zum Beispiel gehen ja sehr gut. Den Kühlakku kann ich zum Beispiel unten drunter legen. Ich kann ihn auch reinlegen, abdecken. Zum Beispiel mit einem etwas dickeren hier Baumwolltuch. Und dann kann ich sozusagen auch die Sachen oben drauf legen. Dann geht sehr gut für unterwegs auch immer Würstchen, wenn man es mag. Natürlich gehen auch die Ersatzgeschichten. Gemüse, habe ich ja schon gesagt, geht sowieso in alle Richtungen. Und wenn ich jetzt aber eine Eiweißquelle brauche oder möchte, weil ich ja oder wir ja es auch am Ende ja für die Muskelzellen wollen, dann ist es immer sinnvoll. Dann kann ich zum Beispiel auch ein Brot nehmen, kann ein bisschen Käse, Frischkäse drauf machen. Ich habe das mal einfach als Beispiel jetzt gemacht. Dann kann ich natürlich auch Tomate, Gurke mit auf das Brot machen oder den Salat, den wir vorhin hatten. Und das gute alte Sandwich, was wir hier auch immer kennen, wo zum Beispiel auch Hähnchenbrust zwischen ist, Frischkäse drauf ist, Wraps zum Beispiel gehen ja auch sehr gut. Dann kann ich den Gemüseanteil mit der Eiweißquelle mischen, habe einen Sättigungseffekt. Wenn ich gesund unterwegs bin und es habe und mag, kann ich Schwarzbrot, Vollkornbrot, Graubrot, Mischbrot geht ja auch mit Brötchen machen. Und wenn es gar nicht geht, ist aber auch immer noch ein Toast besser als gar nichts zu essen. Aber es macht halt immer das hellere Brot einen schnelleren Blutzuckeranstieg. So, wer mag, kann natürlich auch Fisch nehmen. Also theoretisch, wenn ihr länger da seid, geht auch sowas wie Sushi. Aber Fisch auf Brot oder Fisch im Salat ist natürlich, wer es geschmacklich mag, auch jederzeit möglich. Die gute alte Frikadelle, eventuell auch klein geschnitten oder kleiner gemacht oder kleinere Würfelchen. Auch jederzeit möglich. Wenn ihr einen To-Go-Becher habt, könnt ihr sogar auch
theoretisch Suppe mitnehmen. Wer sie warm essen will oder kalt essen will, ne, kann man im To-Go-Becher machen. Und ich kann natürlich auch, was auch immer gut geht, Shakes mitnehmen, gerade für die Eiweißquelle, ist auch für die Kinder immer häufig ein Thema, die das gerne mögen, weil die ja auch häufig richtig Hunger haben. Und an der Stelle macht man dann einfach Eiswürfel mit rein, tiefgekühltes Obst kann ich nutzen und damit habe ich die Option, dass ich auch die Kühlung für den Milchshake habe. So, ihr Lieben, das Letzte, was mir noch einfällt, ist, es gibt die Möglichkeit hier auch Dips, also Avocado-Dip oder andere Dips und dann sozusagen das Gemüse dazu oder den Salat dazu oder die Dips nutzen für die Sandwich-Geschichten. Das heißt, ihr habt mehrere Optionen, was zu euch passt und was ihr mögt. Probiert einfach mal aus. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr noch für Ideen habt. Und ansonsten ganz lieben Dank fürs Zuschauen und habt einen schönen Tag.